Hallo zusammen, heute möchte ich euch zeigen, wie das aktuelle Amazon Alexa Dashboard aussieht und welche Funktionen es hat. Ich rede hier über die sehr frühe, aktuelle Version vom November 2020. Das Dashboard kommt per kostenlosen Software-Update auf alle aktuellen Fire HD Tablets. Dazu zählt ebenfalls das aktuelle Fire HD 8. Hier die Liste für die aktuellen Fire HD Tablets, die das Dashboard unterstützen. Alternativ findet ihr die Liste auch unten in der Infobox. Ob das Update auf ältere Fire HD Tablets erscheint, ist aktuell nicht bekannt. Aktuell ist auch nicht bekannt, ob das Dashboard auch auf Android oder auf iOS erscheinen wird. Fangen wir an beim Design. Hierzu nehme ich euch mit in die Screen Capture. Das Dashboard befindet sich auf der Startseite und dem Sperrbildschirm in der unteren linken Ecke des Bildschirms. Das Design ist fest strukturiert und ist in vier Bereiche aufgeteilt. Oben kann man alle Glühlampen, alle Schalter und alle Stecker deaktivieren. Weiter unten findet man einzelne Geräte sowie auch die Geräte in Kategorien geordnet und selbst angelegte Routinen. Bedauerlicherweise kann man den Dashboard-Hintergrund nicht ändern. Dies bleibt in einem schlichten Grau standardmäßig. Ebenso kann man auch die einzelnen Kategorien, welche ich gerade genannt habe, nicht sortieren oder anders anordnen. Lediglich lassen sich einzelne Geräte anpinnen und somit ganz oben in der Liste anzeigen. Gleiches gilt auch für Routinen. Ansonsten funktioniert das Dashboard, wie man es von einem Dashboard eben kennt. Man kann seine Smart Home Geräte steuern, Temperatur einstellen, Lichter ein- und ausschalten. Gleich wie auf dem Echo Show Gerät kann man hier auch direkt seine Kameras betrachten. Unter Kategorien findet man die einzelnen Smart Home Geräte in Kategorien wieder. Räume werden jedoch nicht angezeigt. Ganz unten des Dashboards findet man die verwendeten Routinen. Hier kann man diese, ohne den Trigger auszulösen, einfach direkt starten. Es gibt hauptsächlich designtechnisch Verbesserungsbedarf bei dem Amazon Alexa Dashboard. Geräte können nicht individuell an einen festen Platz zugeordnet werden, sowie das Hintergrundbild kann nicht geändert werden. Es ist wichtig, dass Amazon endlich ein Dashboard für ihr eigenes Smart Home entwickelt hat. Apple HomeKit hat ihre iOS-Version so angepasst, dass diese aufgebaut ist wie ein Dashboard. Daher haben auch viele HomeKit-Nutzer schon ohne viel Bastelei die Möglichkeit, zum Beispiel eine Smart Home-Zentrale in Form eines iPads an die Wand zu befestigen. Für Amazon Alexa Smart Home User gab es bislang dafür nicht die Möglichkeit. Ich sehe hier einen großen Vorteil für Amazon, da Amazon Fire Tablets um einiges günstiger sind als ein iPad und somit kann man diese gut stationär an eine Wand befestigen. Aber was denkt ihr über das Amazon Alexa Dashboard? Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Schreibt diese mir gerne in die Kommentare. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass doch bitte gerne ein Abo da und ein Like. Ich werde in Zukunft weitere Videos rund um Smart Home auf diesem Kanal hochladen. Also dranbleiben lohnt sich. Bis dahin, ciao.